Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen. Hier ist der Eurobass und heute zeige ich euch, was das ist. Wie ihr schon seht, ja, handelt es sich hier um eine Combat Master, und zwar die Combat Master. Die Combat Master von John Wick aus John Wick 3. Bevor ich euch diesen Karton jetzt auspacke, gucken wir uns den Knallstock erstmal genauer an. Kommen wir mal zu diesem tollen Schmuckstück. Wie ich euch gerade schon gesagt habe, ist das die Waffe von John Wick. Das ist die Terran Tactical Innovations Combat Master aus dem Film John Wick 3. Erstmal vielen herzlichen Dank an Begadi, dass sie mir dieses Schmuckstück zur Verfügung gestellt haben. Ich bin ein großer John Wick Fan, habe aber selber den dritten Teil noch nie gesehen. Deshalb ist mir auch erst sehr spät aufgefallen, dass das tatsächlich die Waffe von John Wick ist. Kommen wir aber erstmal zum Inhalt dieses Kartons. Das erste, was uns anleuchtet, ist das hier. Das Messprotokoll von Begadi, wo halt die gekront haben und festgestellt haben, jupp, die Waffe hat irgendwas zwischen 0,9 und 1,2 Joule. Natürlich haben wir das für euch nachgekront. Dann haben wir hier eine Betriebsanleitung, ja, beziehungsweise eine komplette Anleitung über die Waffe, von Magazinbefüllung bis hin zum Zerlegen und so weiter und so weiter. Sehr ausführlich, detailliert, eine Betriebsanleitung über die Combat Master. Dann ist dabei ein Magazin. Wie viel da reinpasst? Ist? Dazu kommen wir auch gleich. Und natürlich die Knarre an sich, dieses wunderbare Stück Technik. Kommen wir nun erstmal zu den technischen Daten. Die Waffe hat hier, so wie ich sie jetzt in der Hand halte, eine Länge von 230 mm. Der Lauf hier drinne hat eine Länge von 113 mm bei einem Durchschnitt von 6,04 mm. Außerdem wiegt sie mit Magazin 1100 Gramm und ist somit sehr nah am Original. Wo wir gerade beim Magazin sind, hier kommen 28 Schuss rein, also 28 BWs umfasst dieses Magazin. Laut Hersteller hat die Waffe 1 Joule, wie gesagt, ich krone das für euch nach. Das ist ein Lizenzmodell, das heißt, alle Markings hier drauf sind wie beim Original. Der einzige Unterschied ist, dass hier drauf steht halt 6 mm BB und FM5 weg, was natürlich beim Original nicht drauf steht. Der Verschluss ist komplett aus Metall gefertigt, sowie auch eigentlich die komplette Waffe, bis auf das Griffstück, das ist aus Kunststoff. Die Waffe hat eine 21 mm Schiene hier unten, ja, zum Montieren von Dummy-Lampen oder Dummy-Lasern, weil ihr wisst ja, wir sind hier in Deutschland, also sind echte Laser und echte Lampen verboten. Außerdem hat eine Waffe ein 12 mm Innenlaufgewinde zum Montieren von diversen Schalldämpfern oder auch Tracern. Beim kühlen Wetter ist die Waffe sogar mit CO2 spielbar. Die Funktionalität und die Demontage des Verschlusses und des Auseinanderbauens der Bauteile, wie auch immer, ist wie beim Original. Außerdem sind viele Teile dieser Waffe zu Tokyo Marui kompatibel. Kommen wir nun zu den Markings. Davon sind nicht viele da, allerdings einige. Haben wir hier vorne erstmal den Schriftzug Combat Master und das Zeichen der Terran Tactical Innovations. Außerdem das Begadi Logo mit 6 mm BB und dem FM5-Eck. Außerdem eine wilde Seriennummer. Auf der anderen Seite haben wir den Schriftzug Terran Tactical Innovations und den hier Logo. Das Logo befindet sich hier auch noch einmal und auch hier unten auch nochmal. Das sind alle Markings auf der Waffe. Kommen wir nun zur Handhabung. Die Waffe hat einen sehr, sehr großen Magazin-Auspuffknopf. Ja, ihr drückt drauf, Magazin fällt raus. Ja, easy, kennt man, einfach zu bedienen. Außerdem hat die Waffe eine Doppelsicherung, also nicht eine Doppelsicherung, sondern als eine Sicherung auf beiden Seiten. Ja, einmal auf der Seite und auf der Seite. Natürlich ist diese nur zu betätigen, wenn die Waffe gespannt ist. Im ungespannten Zustand kann man sie nicht sichern. Außerdem besitzt die Waffe eine Handballsicherung, das ist diese hier. Das heißt, man kann erst abfeuern, wenn diese auch betätigt wird. Ansonsten klappt es nämlich nicht. Kommen wir zum Abbauen des Verschlusses. Das ist denkbar easy. Ihr nehmt das Magazin raus. Dann habt ihr hier so einen kleinen Knopf, der gehört zu dem Verschlussfanghebel. Das ist der Verschlussfanghebel. Ihr zieht den Verschluss nach hinten, bis ungefähr auf der Höhe ist.
Dann drückt ihr auf der Seite den Verschlussfanghebel aus, zieht ihn hier raus, ja, legt ihn ab und könnt somit den Verschluss nach vorne abbauen. Somit kommen wir auch jetzt zum Hop-Up. Das ist nämlich hier, ja, da ist das Hop-Up-Rädchen. Da könnt ihr das Hop-Up einstellen. Ist halt bei Pistolen meistens so, dass man den Verschluss abbauen muss dafür. Aber wie ihr seht, ist es ja recht schnell und easy gemacht. Das Zusammenbauen ist genauso einfach. Ihr legt den Verschluss hier auf, drückt es durch. Dann müsst ihr einfach nur den Verschlussfanghebel hier einsetzen. Und schon hält es bombenfest. Kommen wir nun zum Chrono und zum Schusstest. So, gekront wird mit 0,28 Gramm Bio-BBs aus dem Hause G&G. Und mal gucken, was die Pistole so an Leistung hat. 1,008. 0,996. 0,974. 0,954. Ja, passt, ne? Also ist konstant 0,954. So, wir haben hier wie letztes Mal auch ein Ziel auf ca. 22, 23 Meter. Weiter geht's leider nicht. Und dieses Ziel werden wir jetzt versuchen mit der Combat Master zu perforieren. Ich habe geladen 0,28 Bio-BBs aus dem Hause G&G. Und dann machen wir mal den euren Karton da, ne? Und so. Ja, sicher ist er. Los geht's. Ja, sieht super, wie soll. Ne? Oh, einen Schuss haben wir noch. Oh, alle. Verschossen, nichts mehr drin. Ja, trifft, ne? Schießt dahin, wo es soll. Somit zurück ins Studio. So, jetzt habt ihr gesehen, was das Ding alles kann. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Dazu gesagt, wie gesagt, mein persönliches Fazit. Das heißt, das, was ich jetzt von dieser Waffe halte. Mir gefällt diese Waffe sehr, sehr gut. Alleine schon wegen der Tatsache, dass es die Pistole aus dem John Wick 3 Film ist, finde ich die schon mal geil. Sie macht einen sehr, sehr robusten und sehr hochwertigen Eindruck. Und bei dem Preis von 159 Euro ist die Waffe auch sehr erschwinglich. Weil das ist eigentlich schon ein normaler Preis für so ein Modell, allgemein für so eine Pistole. Die meisten Blowback-Waffen kosten so immer um die 120, 150, 180 oder auch 100 Euro. Aber das ist so das normale Preissegment. Mir gefällt die Waffe sehr, sehr gut, alleine schon wegen der Farbgebung, weil es ist ja, hier es ist ja dieses Bronze kann man nicht sagen, ja, es ist halt die gleiche Farbe, die ich hier habe, ja. Ich habe ja meine Knarre umlackiert, eigentlich passt die jetzt optisch da sehr gut zu, ja. Also ich glaube, die werde ich behalten. Wie gesagt, sie macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck und ja, ich glaube auch sehr, dass das Spielen damit sehr, sehr viel Spaß machen wird. Ich werde sie auf jeden Fall demnächst mal auf dem Feld ausprobieren. Damit war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt doch ein Däumchen drauf. Abonnieren und quasi Glocke aktivieren nicht vergessen, ist ganz, ganz wichtig. Habt ihr Fragen, dann stellt sie doch unten in den Kommentarbereich einfach mal so reinhacken. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis denn und tschüss. Euer Europas. Ciao.